Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Die AfD rechtsextremistisch. Ich werde ganz oft eingeladen. Ich habe jetzt über 200, vielleicht 250 Vorträge gehalten zur AfD. Und die Frage ist immer, ist die AfD rechtsextremistisch? Also zuerst wurde gefragt, ist sie rechts? Das ist halt gegessen. Natürlich ist sie rechts, aber wie weit rechts ist sie? Und mit dem Begriff Rechtsextremismus kann ich selber nicht so viel anfangen, weil ich eben denke, die ist natürlich rechts, aber der Begriff Extremismus, ja, wenn man von Rechtsextremismus spricht, dann muss man von Linksextremismus sprechen und in der Mitte ist man immer gut aufgehoben und das finde ich halt problematisch. Und ich finde es problematisch, dass sie dann zu vereinheitlicht dargestellt wird. Ja, die AfD hat verschiedene Strömungen und ein gemeinsames Merkmal und das gemeinsame Merkmal dieser Strömung ist, dass sie mehr Ungleichheit wollen. Und zwar gibt es einmal den Neoliberalismus, die neoliberale Strömung in der AfD, die sind noch radikaler als die FDP. Und die wollen mehr Ungleichheit zwischen Arm und Reich letztlich. Ne? Also die sagen halt, wir müssen die Steuern senken für die Reichen und wir müssen halt den Staat schlanker machen. Wir brauchen einen schlanken Staat, weg von dem Wohlfahrtsstaat, den wir angeblich haben. Das sind halt neoliberale Strömungen. Also da geht es um mehr Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Dann der christlich-fundamentalistische Flügel, den ich auch antisäkular nenne, im Sinne von, also wir haben eine Bewegung seit dem Mittelalter, hin zu einem Säkularismus, wo halt eine Verweltlichung, und das wollen die rückgängig machen. Das sind dann Adelskreise, die da mitmachen, aber es sind auch ultrakatholische und evangelikale Kreise, und die wollen mehr Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, beziehungsweise zwischen Homosexualität und Heterosexualität. Das ist so diese zweite Strömung, Beatrix von Storch, wobei die Beatrix von Storch auch gleichzeitig eine Neoliberale ist, also das geht auch ganz gut miteinander einher. Die dritte Strömung, wo ich dann ein bisschen mehr zu erzählen werde, das ist die neue Rechte, beziehungsweise der faschistische Flügel in der AfD. Der ist ein bekannter Name, Björn Höcke. Und die wollen mehr Ungleichheit zwischen den Deutschen und Nichtdeutschen, oder wie Höcke sagt, zwischen den Bio-Deutschen und den Nicht-Bio-Deutschen. Also nach Höcke leben ja in Deutschland 60 Millionen Deutsche, nicht 80 Millionen Deutsche, weil 20 Millionen spricht da quasi auch das Deutschsein ab, weil die eben keine deutschen Vorfahren haben. Gut, und das einigende Moment ist eben die Ungleichheit und als zweites dann natürlich das Gutmenschentum. Ne, das sind solche Leute, die hier vor allen Dingen im Saal sitzen. Das sind die Feinde und die Feinde bilden quasi auch eine Klammer, die die AfD zusammenhält. Wenn die AfD mal irgendwann in Regierungsverantwortung kommen sollte, wie das immer so schön heißt, dann müssen sie sich entscheiden, welche der Strömungen halt stark wird, aber solange das nicht passiert, können die einfach auch mit dieser gemeinsamen Klammer des gemeinsamen Feindes ganz gut auskommen. Die AfD ist entstanden in der Wirtschaftskrise. Das war Anlass war ein Streit zwischen zwei Unternehmensfraktionen, nämlich zwischen zwei Kapitalfraktionen. Wir haben auf der einen Seite den Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, da sind weit über 10.000 Unternehmen drin. Und die haben in der Wirtschaftskrise damals gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass Griechenland nicht rausfliegt aus dem Euroverbund, dass sie drin bleiben. Das heißt, wir sind auch dafür, dass die von uns Kredite bekommen. Auch die Banken waren da auch einer Meinung, Banken, Arbeitgeberverband, BDI. Nur eben das Sozialsystem soll dann zerschlagen werden. Das war der Deal. Also drinbleiben im Euro, es werden dann Kredite gegeben und das Sozialsystem wird zerschlagen. Es gab allerdings ein anderes andere Unternehmensverbände, die Stiftung Familienunternehmen oder die Familienunternehmer, die gesagt haben, das ist nicht unsere Politik. Die haben dann auch versucht, die FDP auf ihre Seite zu ziehen. Das hat nicht geklappt, da gab es eine Mitgliederbefragung. Und die haben dann, hatten dann das Problem, dass sie keine parlamentarische Vertretung mehr haben in diesem Punkt, weil die wollten eben, dass Griechenland rausgeht aus dem Euro. Haben dann versucht, mit den Freien Wählern eine Alternativpartei aufzubauen und das hat nicht geklappt. Da waren aber dann schon im September 2012 vier CDUler, die aus der CDU ausgetreten sind. Gerd Robern aus Mittelstandsvereinigung der CDU, Bernd Lucke, der hat vorher schon so 100 Professoren vereint in so einer gemeinsamen Gruppe. Dazu gehört auch Alexander Dilger hier aus Münster, der am Politikwissenschaftlichen Institut sitzt. Der gehört auch mit dazu. Und
als dritte Fraktion innerhalb dieser Wahlalternative 2013, wie sie sich damals nannten, waren das Leute aus dem Berliner Kreis der CDU, die Merkel weghaben wollten. Das waren Journalisten wie Konrad Adam oder der Herausgeber der Märkischen Allgemeinen aus Brandenburg, der Alexander Gauland. Ja, die haben sich zusammengeschlossen, haben dann versucht, mit den Freien Wählern zusammen eine Partei aufzubauen. Das hat nicht geklappt und dann haben die im Januar 2013 die AfD gegründet. Gut, das Grundsatzprogrammentwurf, da werde ich nicht drauf eingehen aus Zeitgründen. Ich werde das aber jetzt in diesen drei Strömungen einfließen lassen, auf die ich jetzt eingehe. Und ich werde mal anfangen mit den Neoliberalen. Die nennen sich selber auch libertär. Das sind dann, die sagen halt, wir wollen Minimalstaat, wir wollen halt Familien stärken, Familien sollen dann Aufgaben übernehmen, die eigentlich der Staat hat. Und das sind dann Leute wie Alice Weidel. Das ist so ein Shootingstar innerhalb der AfD, die ist neoliberal, die lebt mit einer Frau aus Sri Lanka zusammen, hat mit ihr zusammen ein Kind, also die lebt in einer lesbischen Beziehung, passt deswegen nicht so ganz in die AfD rein, aber weil sie eben neoliberal ist und da dann halt dieses Ungleichheitsmoment reinbringt, passt sie doch wieder ganz gut. Konrad Adam, den ich gerade schon erwähnt habe, einer der Gründer der AfD, oder Markus Prezell, das ist halt der Chef der AfD in Nordrhein-Westfalen und auch ganz knapp als Spitzenkandidat jetzt gerade bestätigt worden für die NRW-Wahlen. Gut, fangen wir mal an mit Konrad Adam, der hat vor 10 Jahren so 2 Artikel geschrieben, die ganz symptomatisch sind für diese neoliberalen Vordenker. Das ist ein Artikel, warum soll ich für sie bezahlen, 2006. Da macht er eine Rechnung auf, dass 38 Millionen Erwerbstätigen, rund 20 Millionen Rentner, Pensionäre, 8 Millionen Behinderte oder 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüberstehen, Leute, die es als ihr gottgewolltes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Dazu ist er nicht mehr bereit. Ne? Warum soll ich für diese Leute bezahlen? Und er weiß auch schon, woran das liegt, dass wir dieses Ungleichgewicht haben, dass immer mehr Leute denken, sie können sich halt von anderen aushalten lassen. Und zwar ist es das Wahlrecht. Er hat dann im selben Jahr noch einen Artikel geschrieben, wer soll wählen? Auch eine provokante Frage. Oder eigentlich eine Frage, die das ja halt die verfassungsfeindlich ist, ne? Weil wir haben eben ein allgemeines Wahlrecht, das ist auch nicht abzuerkennen. Wer hat das Wahlrecht aberkennen will, ist eben der Verfassungskampf gegen die Verfassung. Und da gab es einen Vorläufer, und zwar beziehen sich halt diese Leute auf Friedrich August von Hayek, der hat in seinem Hauptwerk 1960 geschrieben, dass man so argumentieren kann, dass man den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht entzieht, weil wenn diese Menschen, die Geld vom Staat erhalten, irgendwann die Mehrheit haben sollten, dann, dann wäre das Problem, dass die sich immer mehr Geld vom Staat auszahlen könnten, deswegen wäre es logisch, denen präventiv das Wahlrecht zu entziehen. Daraufhin hat er einen lichtstarken Artikel geschrieben, in der Welt entzieht den Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht, ne, sodass sie sich entscheiden müssen, entweder Wahlrecht oder Geld vom Staat, beides ist ein bisschen zu viel. Und auf diesen Artikel hat Konrad Adam reagiert und hat dann argumentiert, das kann ich jetzt nicht darauf eingehen aus Zeitgründen, könnt ihr selber nachlesen, einfach googeln, dass es in der Geschichte immer so war, dass das Wahlrecht abhängt vom Besitz. Und das ist ja auch logisch, weil wer Besitz hat, weiß, was Verantwortung ist. Wer keinen Besitz hat, weiß ja gar nicht, was Verantwortung ist und wieso soll er wählen dürfen. Und also diesen Neoliberalen geht es nicht nur darum, dass eben die Vermögenden weniger Steuer zahlen und dass das Sozialsystem abgebaut wird, sondern die wollen eben auch die Demokratie ändern und sehen ein Riesenproblem darin, dass heute hier alle möglichen Leute mitwählen dürfen. Ich hatte ja von Hayek gesprochen. Hayek ist der große Guru dieser Neoliberalen und die Hayek-Gesellschaft hat sich parallel zur AfD, die sich im Sommer 2015 gespalten hat, ebenfalls gespalten. Und zwar war das anhand der sogar in Personalunion, solche Leute wie Hans-Olaf Henkel, die sind halt rausgegangen aus der AfD, in der diese transatlantisch orientierten Neoliberalen, die für TTIP waren und für Russland-Sanktionen, die sind rausgegangen. Und Leute wie Beatrix von Storch sind da drin geblieben. Und auch bei der Hayek-Gesellschaft war das so, die Beatrix von Storch ist drin geblieben und Hans-Olaf Henkel ist rausgegangen. Das heißt aber auch, es sind nicht alle Neoliberalen rausgegangen, sondern die Neoliberalen sind immer noch ein wichtiger Teil innerhalb der AfD. Es sind nur diejenigen rausgegangen, die halt pro-amerikanisch waren. Wahrscheinlich sind jetzt auch wieder viele von diesen Leuten, die drin geblieben sind in der AfD, pro-amerikanisch, aber das hat dann eher mit Trump zu tun. Ich brauche mal ein bisschen Wasser. Ja,
Ja, es gibt da dann noch so Gruppierungen wie die Libertäre Alternative, da macht der Tritschler mit. Tritschler ist einer der beiden Chefs der Jungen Alternative, wohnt in Köln, kommt also auch aus Nordrhein-Westfalen und ja, ist einer von diesen ganz Libertären. Die haben so ein 20-Punkte-Programm gemacht, davor dann die drastische Steuersenkung, eine Reduzierung der Staatsquote, vollständige Privatisierung aller auch teilweise im Staatsbesitz befindlicher Unternehmen, Ende aller staatlichen Entwicklungshilfe, Abwicklung des staatlichen Rentensystems und auf lange Sicht den rein Minimalstaat. Und die sagen zum Beispiel auch Grenzen auf für alle, ne? Also Geflüchtete können ruhig nach Deutschland kommen, aber die kriegen dann nichts. Und wenn es dann Ärger gibt, dann wird eben das Waffenrecht liberalisiert. Also das ist halt ein bisschen anderes Denken als dieser völkische Flügel, aber die ergänzen sich eigentlich ganz gut. Das ist jetzt sehr radikal, das steht jetzt nicht so drin im Parteiprogramm, aber im Parteiprogramm wird zum Beispiel auch gefordert, dass wir einen schlanken Staat brauchen. Im Parteiprogramm steht auch drin, dass sie sich auf diese neoliberalen Vordenker beziehen. Und die wollen eben Abschaffung der Vermögensteuer, Abschaffung der Erbschaftssteuer. Die sagen, dass es einen Wettkampf geben muss der verschiedenen Staaten untereinander um die geringsten Steuern. Und die wollen parallel zur Schuldenbremse, die wir haben, die ich schon für sehr problematisch halte, wollen noch eine Steuerbremse in der Verfassung einbringen, sodass halt, wenn die nächste Wirtschaftskrise kommt, dass dann weder Schulden gemacht werden dürfen, noch dürfen halt dann Steuern erhöht werden, weil das verfassungsmäßig ja nicht mehr möglich ist. Das heißt, das muss dann halt gekürzt werden, gespart werden, wie es immer so schön heißt. Und das ist ja auch klar, wo dann gespart wird. Und da sind auch Forderungen drin, wie zum Beispiel, dass es verboten sein soll, eine Kommune, die dann pleite geht, irgendwie zu unterstützen. Also es soll ein Verbot geben, dass Länder und Staat Kommunen, die pleite gehen, unterstützen dürfen. Was von diesen Leuten dann auch durchgebracht wurde im Parteiprogramm, ist, dass halt der Atomausstieg gestoppt wird, dass erneuerbare Energiengesetz gestoppt wird und dass Schluss gemacht wird mit dieser Klimalüge. Ja, das sind ja weitere von diesen Punkten. Alice Weidel ist halt die, war die Chefin von einer Programmkommission, sitzt auch im Vorstand der AfD und sie hat studiert bei einem Professor Oberender aus Bayreuth, der war in der Anfangsphase der AfD auch mit dabei und der hat sich mal stark gemacht für eine viel stärkere Privatisierung des Gesundheitswesens und ist inzwischen verstorben, das spielt jetzt also keine Rolle mehr in der AfD. Aber er ist zum Beispiel bekannt geworden durch eine Forderung, dass Arbeitslose in Zeiten der Not erstmal ihre inneren Organe verkaufen sollen, bevor sie dem Staat zur Last fallen. Ja, das wird jetzt von Alice Weidel nicht gefordert, aber sie hat ihre Doktorarbeit bei dem Peter Oberender geschrieben und hat dort ihre Doktorarbeit geschrieben zum Rentensystem in China und hat da entsprechende Vorschläge gemacht für die Chinesen, dass sie erstmal später in Rente gehen sollen, dass es mehr privatisiert wird und so weiter. Ne? Interessanterweise hat sich die AfD im Parteiprogramm überhaupt nicht geäußert zu Renten, außer dass Familien mit vielen Kindern sollen mehr Rente kriegen, aber sonst steht nichts drin im Parteiprogramm. Und auch Alice Weidel hält sich bedeckt. Ich glaube, das ist momentan noch unpopulär, was sie da halt vorhaben mit den Renten. Also bei Alice Weidel, als wenn sie irgendwas zu sagen haben sollte in der AfD, dann wird es halt mit den Renten auch sehr viel stärker Privatisierung geben und viel späteres Renteneinstiegsalter. Gut, kommen wir jetzt zu den christlichen Fundamentalisten oder Fundamentalistinnen. Da gibt es zwei Gruppierungen, Pforzheimer Kreischristen in der AfD. Das sind Pforzheimer Kreischristen in der AfD. Und das zweite ist Netzwerk Zivile Koalition von Beatrix von Storch. Pforzheimer Kreis, die sind so stark in Stuttgarter Raum bei den pietistischen Gruppierungen, also der Pietcon, wo auch diese ganzen Demo für alle und so weiter läuft. Dann sind die stark im Vogtland. Im Vogtland diese Pfingstkirchengemeinden, die sehr homophob bzw. schwulen, lesbenfeindlich sind, sympathisieren mit Pegida, sind für die vollständige Abschaffung der Antidiskriminierungsgesetze, haben es in Stuttgart auch geschafft, dass die größte Abtreibungsklinik schließen muss. Die haben keine neuen Räume gefunden für diese Abtreibungsklinik. Und einer von denen, die da mitschreiben, ist Rainer Rösel. Und Rainer Rösel ist einer von diesen Reichsbürgern. Der hat zusammen mit Mark Jong, dem Assistenten von Peter Sloterdijk, das am weitestgehende Anti-Gender-Papier geschrieben, was im Stuttgarter, beim Landesparteitag der AfD ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme angenommen wurde. Gut, Beatrix von Storch ist
ja, eine Herzog, eine geborene Herzogin. Sie hat sehr viele Verwandte, die auch alles Hochadel, auch halt zum Hochadel gehören. Und sie hat eine Gruppierung gegründet. Das war die Zivile Koalition. Sie hat die gegründet, nachdem sie vergeblich versucht hat, dass die Großgrundbesitzer aus der DDR, die damals verstaatlicht wurden, nach 1945, die quasi von den, es gab damals ein Projekt, Bauernland in Junkerland in Bauernhand. Das wollte sie wieder rückgängig machen, also Bauernland in Junkerhand. Das hat nicht geklappt und dann hat sie gesagt, wir haben keinen Rechtsstaat, wir müssen den Rechtsstaat wiederherstellen. Hat dafür dann die Zivile Koalition als Kampagnennetzwerk gegründet, wo dann ihre ganzen Verwandten drin sind, und versucht seither jetzt den Rechtsstaat wiederherzustellen. Und sie meinte damals, 2006 war das auch, dass dieser Verein quasi eine Basis ist, um dann 50, 100.000 Leute zusammenzukriegen und dann eine Partei zu gründen, um dann den Rechtsstaat wiederherzustellen. Man sieht sich aber auch bei dem Marsch für das Leben 2014, das ist so ein Anti-Choice, also gegen Abtreibungsmarsch, und da läuft sie in der ersten Reihe. Neben mir ist Herr Lohmann, das ist der Chef vom Dachverband Lebensschutz, kennen wir aus Münster, kennen wir das ja auch, ist ja auch, sind ja auch immer diese Anti-Abtreibungsmärsche, 1000-Kreuzen-Märsche. Sie hat dann auch eine Reihe von Verwandten, mit denen sie außerhalb von Ziviler Koalition zusammenarbeitet, zum Beispiel Paul von Oldenburg, der ist konvertiert zum Katholizismus, gehört da zu einer Gruppierung TFP, Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie, Privateigentum, sitzt auch in Brüssel, Beatrix von Storch sitzt ja auch in Brüssel, die ist gewählt worden ins Europäische Parlament, und die arbeiten dann zusammen, das sieht man bei Facebook, dass sie zusammenarbeiten. Diese TFP ist eigentlich sehr spinnert, könnte man sagen. Die wollen zurück ins Katholische, in die katholische Hierarchie des Mittelalters. Die sagen, wer Ungleichheit hasst, hasst Gott. Die hat jetzt noch gesagt, das Erdbeben in Italien ist halt eine Folge halt von Homosexualität. Also in Italien haben die ja gerade diskutiert, dass eben ein Adoptionsrecht für Schwule und Lesben gelten soll. Und das ist natürlich dann eine Folge. Dann kommt natürlich ein Erdbeben, klar. Und das ist sehr, also sehr durchgeknallt, aber man sieht hier ein, weiß nicht, ob ihr das hinten lesen könnt, man sieht hier einen Facebook-Eintrag von Paul Oldenburg, wo er schreibt, das ist vor einem Monat gewesen, die TFP Polen war federführend an dieser Initiative beteiligt auf dem Weg zurück zu einer Kultur des Lebens. Und zwar war diese Initiative eine Petition, die eingebracht wurde in Polen, dass eben das sowieso schon sehr restriktive Abtreibungsrecht verschärft werden soll, dass Abtreibung nur noch dann erlaubt werden soll, wenn die Schwangere bei der Geburt ihr Leben verlieren könnte. Das ist der einzige Fall, wo dann keine Knaststrafe von 5 Jahren verhängt wird, wenn abgetrieben wird. Ja, alle anderen sind dann verboten. Ja, und auch 5 Jahre Knast gilt dann eben auch für die Menschen, die abtreiben. Das ist von der PIS-Partei auch durchgewunken worden in der ersten Lesung. Dann gab es nur 1000 Leute, die auf der Straße gegangen sind, vor allem Frauen natürlich, und dann haben die das zurückgezogen. Aber das zeigt eben, die sind sehr gut vernetzt, diese Gruppierung, TFP Polen und so weiter. Und auch wenn das völlig durchgeknallt klingt, sind die mächtig. Und ich meine, das sieht man ja auch in Trump, also durchgeknallt sein muss nicht unbedingt heißen, dass man da keine Macht hat. Hier sieht man dann bei Facebook, wie Beatrix von Storch und Paul von Oldenburg zusammenarbeiten. Also er sagt, Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist auf dem Weg in die Finsternis, weil die über Homosexualität diskutieren. Und sie pflichtet ihm dann bei, ZDK meets EKD, also Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist auf dem Weg in die Finsternis, in die Hölle. Und da trifft es dann die evangelische Kirche Deutschlands, toll. Ne? Das heißt, die bekämpfen beide die Kirchen. Beatrix von Storch bekämpft die evangelische Kirche Deutschlands und Paul von Oldenburg das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Angeheiratet ist auch Georg Habsburg. Ihre Cousine hat den geheiratet. Das wäre der Bruder vom Thronfolger von Österreich-Ungarn. Die wiederum, Habsburger, arbeiten auch wieder zusammen mit erzkonservativen Ultrakatholiken. Man sieht hier Otto Habsburg bei einer Privataudienz mit Papst Johannes Paul II. Im Hintergrund dann. Zwei weitere Habsburger, die jetzt zu den legionären Christi gehören, auch eine ultrakatholische Gruppierung. In Mexiko sind die sehr stark, da werden die auch Millionäre Christi genannt. Und Birgit Kelle zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hängt mit denen zusammen. Das ist, oder auch die Heremanns. Also einer der Chefs
von den Legionären Christi ist der Sohn von dem Heeremann. Also nicht von dem Heeremann hier aus Münster. Die sind aber auch verwandt. Philipp von Preußen wäre der Kaiser von Deutschland, ist auch ein Cousin von Beatrix von Storch, ein Monarchist, und hat mit ihr zusammen hier im Marsch für das Leben vorbereitet. Gut, muss mich ein bisschen beeilen. Familienschutz.de, Demo für alle. Demo für alle, da hat Beatrix von Storch gesagt, das läuft alles über ihren Schreibtisch. Und tut jetzt aber so, als würde das gar nicht stimmen, hat sie aber gesagt, ist auch festgehalten worden per Video. Genau, sie ist aus dem Europäischen, im Europäischen Parlament ist sie aus der Fraktion der europäischen konservativen Reformisten rausgeflogen. Auch Markus Pretzell übrigens, der war auch in dieser Fraktion, und zwar, weil die gesagt haben, dass an der Grenze auf Flüchtlinge geschossen werden soll. Sie hat gesagt, als sie nochmal nachgefragt wurde, hat sie gesagt, auch auf Mütter und Kinder, ja, hat sie sich verbessert und meinte, ja, auf Kinder nicht. Und das hat aber nicht gereicht, sie ist dann rausgeflogen aus der ECR und die haben sich jetzt neu orientiert, da werde ich aber gleich drauf eingehen. Jetzt nochmal zum Schluss auf völkischen Nationalismus, das ist jetzt die dritte Gruppierung, werde ich eingehen, völkischer Nationalismus, Faschismus, da sind Alexander Gorland und Björn Höcke sehr wichtig. Björn Höcke steht für ganz verschiedene rechte Strömungen, einmal die Neue Rechte, Institut für Staatspolitik, das sind Leute, die sagen, wir sind keine Nazis, wir sind keine alten Rechten, wir sind die neuen Rechten. Die haben aber quasi die gleichen Vorläufer. Das ist die Weg-von-Weimar-Bewegung, eine antidemokratische, elitäre, maskulinistische, männlichkeitsorientierte Bewegung, die momentan wieder sehr stark ist, gerade auch mit Auftritt der AfD. Mit denen hat er was zu tun, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Dann ist er Lehrer in Hessen, immer noch. Er ist jetzt beurlaubt, er ist immer noch Geschichtslehrer in Hessen und hat in Hessen auch zu tun mit Leuten aus der sogenannten Stahlhelm-Fraktion in Nachfolge von Dregger, also in Hessen war die CDU immer noch sehr weit rechts. Zum Beispiel Heiner Hofsammer ist ein Kumpel von ihm, der musste seinen Job als Lehrer niederlegen, weil er sich rassistisch geäußert hat. Alexander Gauland kommt aus Hessen, war da auch Minister. Und Martin Hohmann ist aus der CDU rausgeflogen, weil er die Juden als Tätervolk bezeichnet hat. Und der kandidiert jetzt bei der AfD für die Bundestagswahl aus Hessen. Und mit denen hat er zusammen zu tun, da gibt es so einen Herkuleskreis, mit denen die gegründet haben. Dann hat er zu tun mit den rechten Burschenschaften, auch die Burschenschaften haben sich gespalten. Es gibt auf der einen Seite die Burschenschaftler, die sagen, es reicht aus, wenn man männlich und deutsch ist, um Burschenschaftler zu werden. Und da gibt es davon rechts noch stärkere Burschen, also noch weiter extreme Burschenschaftler, die sagen, das reicht nicht aus, sondern man muss halt auch nachweisen, dass auch die Vorfahren deutsch gewesen sind. Also quasi, das wurde dann halt verhandelt unter dem Arier-Nachweis. Und dieser Arier-Nachweis, Burschenschaften, die zusammengeschlossen sind, in vor allem die deutsche Burschenschaft, die arbeiten auch wiederum mit Höcke zusammen, zum Beispiel Torben Prager, Chef der Vereinigung Die Burschenschaft, arbeitet in der Fraktion in Thüringen zusammen mit Björn Höcke. Das sind dann Leute auch wie, wie heißen die alle, Mandic oder, also Mandic, der gesagt hat, NPD und AfD, die unterscheiden sich nur vom bürgerlichen Publikum und nicht von den Inhalten. Oder der hat Obama als Quotenleger bezeichnet oder hat jetzt auch gesagt, dass die AfD jetzt Abwehrmaßnahmen ergreifen muss gegen den Verfassungsschutz und dass geschaut werden muss, wie jetzt zusammengearbeitet wird mit der identitären Bewegung, dass eben keine Funktionäre aus der identitären Bewegung bei der AfD mitmachen und umgekehrt, also Abwehrmaßnahmen gegen den Verfassungsschutz. Oder ein anderer, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Und das vierte dann, völkische Neonazi-Szene, auch damit hat Björn Höcke Kontakt. Also es gab ja häufiger, gibt es Artikel, wo gesagt wird, wir dürfen halt die AfD nicht dämonisieren. Wir dürfen nicht sagen, AfDler seien Faschisten. Oder ein Artikel war auch, man sollte jetzt nicht die AfD als Nazis bezeichnen. Das finde ich problematisch. Also das finde ich deswegen problematisch, weil die Journalisten, die das schreiben, die haben sich gar nicht genügend informiert über das, was Björn Höcke macht, welche Vergangenheit er hat. Und ich finde, es reicht, die Information, die wir jetzt haben, reicht nicht aus, zu sagen, Höcke sei kein Nazi. Und was ich halt herausgefunden habe, geht in die andere Richtung. Also ich gehe davon aus, dass Höcke ein Nazi ist. Will ich aber gleich drauf eingehen. Gut, genau, Zusammenarbeit mit Thorsten Heiß habe ich hier stehen, Kontakt,
den Björn Höcke hat, der ist auf jeden Fall bewiesen. Die wohnen in Nachbarorten. Thorsten Heise ist einer der führenden Neonazis. Man sieht ihn hier in Dortmund bei einer Demo, wo er direkt neben Robin Schliemann läuft, dem Brieffreund von Schäfe. Ich hatte jetzt auch andere Bilder noch bringen können. Also Heise ist halt einer der führenden Neonazis hier in Deutschland. Einer der gefährlichsten auch. Sein Name wird immer wieder im Zusammenhang mit NSU gebracht und hat ein verbotenes Rechtsrock oder hat ein Rechtsrock-Label mit verbotenen Platten und Magazine, die halt verboten sind und so weiter. Okay. Ja, was ist die Neue Rechte? Die Neue Rechte bezieht sich auf die konservative Revolution, die Weg von Weimar-Bewegung. Das sind Leute wie Möller von den Bruck, Oswald Spengler und der Rand des Abendlandes, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, oder Edgar Julius Jung. Diese Bücher von denen, die werden auch als Reprints, also ohne Kommentar, wirklich nur so mit kopiert, wieder veröffentlicht. Edgar Julius Jung, Herrschaft der Minderwertigen, ist ein Buch von dem, womit er den Namen der Republik meinte. Auf die wird sich bezogen. Armin Mohler zum Beispiel ist da auch wichtig. Armin Mohler als einen Vordenker, der sich selber als Faschist bezeichnet hat. Er hat gesagt, er ist halt Faschist im Sinne halt einer bestimmten faschistischen Richtung. Und Björn Höcke hat jetzt vor kurzem noch in einem Artikel, der ihm zugestanden wurde von der Thüringer Allgemeinen, wo er eine ganze Seite schreiben durfte, zum Thema Konservatismus, hat er sich direkt auch auf Armin Mohler bezogen. Ja, das, entstanden ist die Neue Rechte als Institution 69 in Frankreich. Und in Deutschland, es gab in Deutschland auch Diskussionen mit Benoit, der das Ganze ins Leben gerufen hat als Institution. Inzwischen ist die Neue Rechte gespalten in Deutschland. Es gibt auf der einen Seite eine realpolitisch orientierte Neue Rechte, die sagen, wir haben historisch gesehen einmalig die Chance, jetzt rechts von CDU, CSU eine neue Partei zu etablieren. Das dürfen wir nicht verscherzen, das müssen wir jetzt durchziehen und eben Kreide schlucken und so weiter. Keine Maximalforderungen stellen. Das sind Leute wie Dieter Stein, der die rechtsextreme Zeitung Junge Freiheit herausbringt, oder Karl-Heinz Weißmann von der Bibliothek des Konservatismus. Daneben gibt es aber die metapolitischen Neurechte, die quasi die reine Linie vertreten. Die wollen einen rechten Kulturkampf, die sagen, wir müssen die rechte Hegemonie erobern. Das ist das Ziel und Parteien sind dann Mittel zum Zweck. Das sind Leute wie Götz Kubitschek, Erik Lehnert oder auch Andreas Lichert, der sowohl im Vorstand sitzt vom Institut für Staatspolitik, von diesem neurechten Institut für Staatspolitik in Sachsen-Anhalt, als auch im Vorstand der AfD in Hessen. Also die sind miteinander verbunden. Und im Manteuers Verlag kommen dann solche Bücher raus wie Herrschaft der Minderwertigen. Und die sind zerstritten. Das ist halt ein bisschen ähnlich wie bei den Grünen in den 90er Jahren. Auch da Realos, Fundamentalisten. Aber nur auf dieser formalen Ebene. Es geht natürlich inhaltlich um ganz andere Sachen. Gut, und Björn Höcke gehört eben zu dieser metapolitischen Neuen Rechten. Björn Höcke sagt, die AfD ist eine fundamental oppositionelle Bewegungspartei, die Partei der Bewegung. Das ist aber fundamental Opposition. Es kommt nur dann überhaupt eine Regierungsbeteiligung in Frage, wenn sich die anderen Parteien, die Altparteien, wenn die einen Reinigungsprozess durchgemacht haben und sich dann als Juniorpartner andienen wollen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Gut. Ja, Erfurter Resolution, das ist halt der Flügel, das ist die Organisation von Björn Höcke. Der Poggenburg macht damit. Björn Höcke ist Landesvorsitzender in Thüringen, Poggenburg ist Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Gauland hat das auch sofort unterschrieben. Man sieht hier ein Posting von der Flügel Facebook, auf Facebook-Darstellung. Impressum Björn Höcke. Und da sind dann zwei Zitate von einem Karl Theodor Körner. Der Sturm bricht auf, das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Und ein anderes Zitat noch, sitzt da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt im Volke zum Spott. Doch eins wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnade euch Gott. Körner-Experten sagen, das zweite Zitat ist überhaupt nicht von Körner, das steht nirgendwo. Das wurde halt bei Wahrheit macht frei, einer NPD-Veranstaltung 1991, erfunden. Es wurde ihm quasi untergejubelt. Und wenn die den so toll finden, also wenn die AfD den so toll findet, den Körner, dann müssen die ja wissen, was er schreibt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, irgendjemandem irgendwas in den Mund legen zu können, ne, damit man eben sagt, später wieder abgerechnet mit euch. Das erste Zitat ist wohl richtig, das Volk steht auf, der Sturm bricht los, ist tatsächlich von Körner. Allerdings ist auch das nicht unproblematisch, weil bei der
Sportpalast Rede hat Goebbels, nachdem er gefragt hat, wollt ihr den totalen Krieg, und die ganze Menge gejubelt hat, ja, wir wollen den totalen Krieg, hat Goebbels gesagt, nun Volk, steh auf und Sturm bricht los. Und Björn Höcke als Geschichtslehrer weiß das natürlich. Und der hat eine ganze Reihe, ich habe jetzt gerade einen kleinen Beitrag dazu geschrieben, der hat mehr als ein Dutzend typische NS-Rhetorik schon gebracht. Und das heißt, er nutzt jede Erfurter Demonstration dafür, einen weiteren NS-Begriff halt sprechbar zu machen. Ja, Björn Höcke, Hans-Thomas Tilschneider ist der Chef von der Patriotischen Plattform, auch eine rechte Vereinigung. Frohnmeier ist der andere Chef von der Jungen Alternative, neben Tritschler. Benjamin Nolte, auch ein rechter Burschenschaftler, wird auch Bananen-Nolte genannt, weil er bei einem Treffen, bei einem Burschenschaftstreffen, einen schwarzen Burschenschaftler eine Banane unter die Nase gehalten hat und von seinem Tisch wurden Affengeräusche nachgeahmt. Das heißt, es sind ganz ja, eklige Rassisten. Am AfD-Rand habe ich auch schon viel zu erzählt. Junge Freiheit, Institut für Staatspolitik, Sezession. Kompakt ist nochmal wichtig, Kompakt-Magazin. Das wird mitfinanziert von einem, es kommt von Jürgen Welsers, ein ehemaliger Linker. Der macht das, das wird mitfinanziert von einem Institut für Entwicklung und Demokratie aus Paris, was wiederum finanziert wird mit russischen Spendengeldern. Die wollten vor kurzem noch eine Veranstaltung machen in Köln mit Björn Höcke. Das hat nicht geklappt, weil der Veranstalter, weil die den Raum nicht bekriegt haben. 1% wäre noch wichtig, identitäre Bewegung, eine Jugendbewegung, in Anführungszeichen, kommt auch aus Frankreich, aktionsorientiert, die stürmen halt ja, linke Veranstaltungen, machen quasi auch einen rechten Kulturkampf, aber aktionsorientiert. Götz Kubitschek, Chef der, des Instituts für Staatspolitik, also quasi der Vordenker von den ganzen Leuten. Kubitschek und Elsass haben zusammen mit Schachschneider herausgearbeitet, dass wir jetzt das § 20 Widerstandsrecht gilt. Ne? Und wir Deutschen dürfen jetzt zwar Widerstand leisten, wir brauchen auf Gesetze gar keine Rücksicht mehr nehmen und haben auch geplant, einen deutschen Maidan, dass irgendein Platz besetzt wird in Deutschland und dann quasi das direkt zum Staatsstreich kommt. Es hat auch nicht geklappt und Elsässer hat daraufhin einen Brief geschrieben an die Bundeswehr. Die sollen in der Bundeswehr in den Kasernen diskutieren, eigenständig Grenzbahnhöfe und Grenzen zu besetzen gegen die Invasion von der Volksverräterin Angela Merkel. Und Björn Höcke hat das ähnlich gemacht beim Auftritt bei einer Erfurter Demonstration. Hat er einen Brief geschrieben, hat er eine Rede gehalten an die Bundespolizei. Die Bundespolizei sollte sich klar machen, dass demnächst das Volk an der Macht ist. Und dass, man weiß ja, die Großen lässt man laufen, die Kleinen kriegt man dran. Angela Merkel hat ihr Flugticket nach Paraguay schon längst in der Tasche. Und dann wird später abgerechnet, dann wird geschaut, wer von der Bundespolizei den Volksverrat begangen hat. Und deswegen soll die Bundespolizei jetzt schon nicht mehr den Vorgesetzten folgen. Ja, so beides halt Aufruf zur Meuterei. Ich weiß nicht, ob das strafbar ist, ich bin kein Jurist, aber es ist auf jeden Fall grenzwertig. Die Frage ist, ist das Ganze faschistisch? Da habe ich beziehe mich da auf Roger Griffin. Der sagt, Faschismus liegt dann vor, wenn man von einem palingenetischen Ultranationalismus sprechen kann. Das ist halt ein Soziologe und deswegen muss der immer so vier Fremdwörter in zwei Begriffe unterbringen. Ist aber ganz einfach. Ultranationalismus heißt, wenn man sich auf ein wesenhaftes Volk bezieht, das Volk ist organisch gewachsen, vielleicht noch eine eigene Rasse und so weiter. Und das ist halt eine eigene Entität, ein eigenes Wesen. Das ist noch nicht faschistisch, das sind vielleicht rassistisch oder konservativ. Aber wenn sich das dann vermischt mit einer Revolutionsvorstellung, mit Palingenese, einer Neuerweckung, Wiederauferstehung des Volkes, dann ist man sehr schnell bei faschistischer Ideologie. Und Beispiel wäre Deutschland erwache. Das wäre so eine typisch palingenetisch-ultranationalistische Formulierung. Deutschland wird angesprochen als Wesen und es soll erwachen, es soll sich halt von der Dekadenz befreien, von der Neurotisierung, von Entartung. Genau. Und also faschistische Ideologie kennzeichnet sich dadurch, dass dann gesagt, dass ein Ist-Zustand beschrieben wird. Wir leben in einem Zustand des Verfalls, der Degenerierung, der Dekadenz, der Entartung. Und wir müssen durch ein tiefes Tal gehen, durch ein Tal der Tränen, durch ein Stahlgewitter. Und dann wird eben das Volk neu auferstehen, dann ist das Volk wieder geheilt, dann wird es ein tausendjähriges Volk geben, was dann zu seiner eigentlichen Bestimmung findet. Das wäre eine faschistische Ideologie, das würde halt nach Roger Griffin, wäre das Kernelement faschistischer Ideologie. Und alles andere wie Folter, Polizeistaat, Paramilitär und so weiter, das würde das Ganze nach sich ziehen. Wenn man halt anfängt, das Volk von entarteten Kräften zu befreien,
dann ist man sehr schnell eben auch beim Polizeistaat. Und die Volksgemeinschaft steht ja über allem, die steht dann auch über den Menschenrechten. Genau. Gut, die Frage ist, macht Björn Höcke das auch? Beim Ultranationalismus sagt er, Deutschland ist ein organisch gewachsenes Volk, wir können deswegen auch nicht integrieren, wir können nur assimilieren. Assimilation heißt hundertprozentige Integration, wenn also von der Herkunftskultur nichts mehr übrig ist, keine Essensgewohnheit, keine Musik, keine Literatur und so weiter, keine Religion, dann ist erfolgreich assimiliert. Das können wir in Einzelfällen machen, aber eben nicht mit so einer, in Anführungszeichen, Masseneinwanderung oder Invasion. Bei Palingenese habe ich verschiedene Felder differenziert. Er spricht von entarteter Volkswirtschaft und meint damit zweierlei. Einerseits, er meint damit zweierlei. Einerseits meint er damit, die Volkswirtschaft ist deswegen entartet, weil wir einen zinsbasierten Globalkapitalismus haben. Wir müssen dann quasi protektionistisch, wir müssen herausgehen. Die Nazis haben von Zinsknechtschaft sprechen gebrochen, das macht er ähnlich. Und nach innen hin haben wir eine dekadente Anspruchshaltung, die wir uns auch nicht mehr leisten können. Das muss auch aufhören. Ne? Wir brauchen stattdessen ein Werte-, Sitten- und Normgefüge. Und das ganze Sozialsystem ist ausgeufert. Und das hat er schon gesagt vor der Flüchtlingsdiskussion. Ne? Das war schon vorher. Und stattdessen brauchen wir eine organische Marktwirtschaft. Und auch da wieder eine Parallele zu den Nazis. Die haben ihre Wirtschaft beschrieben als organische Wirtschaft, die halt organisch gewachsen ist, wo die Gewerkschaften nur ein Keil sind, der dann die Arbeiter der Faust und die Arbeiter der Stirn voneinander trennt. Wir brauchen eine Arbeitsfront, das würden die Nazis sagen, aber auch organische Wirtschaft. Dann Politik ist auch alles entartet. Wir haben eine entartete Politik. Das, wenn er entartet ausspricht, ich kann jetzt keinen Film zeigen, dann macht er das anders als Lucke. Der sagt wirklich sehr genüsslich entartet und verzieht dabei sein Gesicht. Das ist ein sehr zentraler Begriff von ihm, Entartung. Und die Politik ist deswegen entartet, weil wir falsche Politikertypen haben. Wir brauchen halt neue Politikertypen, die nicht korrupt sind, sondern die mit ihrer aufrechten Vaterlandsliebe die Anlagen des Volkes erwecken und das Volk dann zu einem neuen deutschen Reich führen. Er sagt auch, wir müssen mit dem Mythos des Deutschen Reiches arbeiten. Und wichtig ist dann eben eine organische Demokratie. Und die organische Demokratie unterscheidet sich von unserer Demokratie dadurch, dass eben nicht Menschenrechte im Vordergrund stehen, Höcke spricht vom Menschenrechtsextremismus, sondern die Volksgemeinschaft. Ja, und die Volksgemeinschaft kann das dann nochmal erforderlich machen, dass man Menschenrechte nicht ganz so ernst nimmt. Dann Geschlechterpolitik, auch alles Dekadenz. Er verspricht, die perverse Geisteskrankheit Gender Mainstream aus den Schulen und Hochschulen zu vertreiben und hofft, dass auch andere eben das nachtun werden. Entsprechend ist auch die identitäre Bewegung schon dabei. Die sprengen halt Hochschulseminare, gehen halt in die Hochschule, gehen dann mit mehreren Leuten rein und sprengen dann den Unterricht. Das passiert halt schon. Das Ganze denkt er aber in größeren Maßstäben. Er sagt halt, es geht um Reproduktion. Deutschland wird abgeschafft. Deutschland wird von Deutschland abschaffend abgeschafft. Und wir müssen halt sehen, es gibt halt verschiedene Reproduktionstypen. Es geht auch um die Reproduktion der Deutschen. Es gibt verschiedene Reproduktionstypen. Es gibt den afrikanischen Ausbreitungstypen, der genetisch bedingt viele Kinder kriegt und sich aber genetisch bedingt, weil er eben nicht ganz so intelligent ist, sich nicht um die Kinder kümmern kann. Und es gibt den europäischen Platzhaltertypen, kriegt weniger Kinder, kümmert sich mehr um die Kinder. Das war eigentlich nie ein Problem. Aber jetzt ist es ein Problem, weil eben Deutschland neurotisiert wurde, 1945 durch die Amis, oder seit 1968 nochmal mehr pervertiert wurde. Jetzt haben wir halt einen dekadenten Platzhaltertypen und jetzt kommt der afrikanische Ausbeutungstyp und überrollt halt den dekadent gewordenen europäischen Platzhaltertypen. Und deswegen brauchen wir eine Drei-Kinder-Politik, deswegen dürfen wir auch Homo-Ehen und sowas nicht erlauben, auch deswegen nicht, weil Heterosexualität und Homosexualität können wir nicht miteinander vergleichen, weil Homosexuellen geht es ja nur um Lust, während Heterosexualität ist ja halt Polarität der Geschlechter, die überhaupt erst die Hochkultur ermöglicht hat. Wir brauchen noch mehr Männlichkeit, ne, um wieder wehrhaft zu werden und zurück zur natürlichen Geschlechterordnung. Drei Kinder pro Familie, also bei den Deutschen zumindest, oder nur bei den Deutschen. Bildungspolitik ist ja Lehrer, er kennt ja, er weiß ja, dass das alles pervers geworden ist und da geht es dann darum, dass eben Tugenden wie Fleiß, also die preußischen Tugenden wieder hochgehalten werden, Fleiß, Gehorsam, Pünktlichkeit, Sauberkeit. Inhaltlich geht es dann darum, dass die Kinder wieder eine Identität mit Deutschland erlernen und keine verengte Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus wird da gefordert. Und er fordert eine positive Unterordnungsfähigkeit, was
eine negative Unterordnungsfähigkeit sein, so hat er besser, hat er nicht formuliert. Gut, das heißt, das Ganze ist an sich faschistisch, das ist halt Kernelemente des Faschismus, sind da komplett enthalten. Ich bin dann gestolpert über den Begriff organische Marktwirtschaft und habe dann nochmal genauer geschaut, weil ich kannte den Begriff organische Wirtschaft von den Nazis und habe da festgestellt, dass der Begriff organische Marktwirtschaft nur von einem Menschen benutzt wurde, und zwar NPD, von einem NPDler oder von einem, der in NPD Eichsfeld-Stimme einen Artikel geschrieben hat mit dem Pseudonym Landolf Ladig. Und in diesem Artikel, wo der Begriff benutzt wurde, wird das Heimatdorf von Björn Höcke beschrieben, 200 bis 200 Einwohner, Bornhagen. Und das Pfarrhaus, wo er wohnt, das er damals gekauft hat, wird auch beschrieben. Ich habe dann weiter recherchiert und habe das dann auch in meinem Blog damals öffentlich gemacht. Und damals hat noch der alte Bundesvorstand unter Lucke und Henkel Björn Höcke aufgefordert, das juristisch zu klären. Der hat Höcke aufgefordert, mich anzuzeigen und halt im Prozess eine eidesstattliche Versicherung abzugeben, dass an meinen Sachen nichts dran ist. Das hat er beides nicht gemacht. Und ich bin halt nicht angezeigt worden. Es gab dann ein Amtsenthebungsverfahren gegen Björn Höcke. Allerdings sind dann ja damals Lucke und Henkel rausgeworfen worden aus der AfD. Und Poggenburg, sein Kumpel, hat sich wählen lassen in den Vorstand der AfD und hat das Ganze dann beendet. Ich habe seither jede Menge weitere Überzufälligkeiten rausgefunden. Es gibt noch weitere Begriffe, aus Zeitgründen kann ich da jetzt nicht drauf eingehen, die mich eben dazu veranlassen, davon auszugehen, dass Björn Höcke dieser Landolf Ladig ist. Also, dass Björn Höcke Thorsten Heise kennt, ist klar. Thorsten Heise gibt sowohl die Eichsfeld-Stimme heraus, als auch das neonazistische Blatt Volk in Bewegung, was immer wieder auch verboten wird, wo in dieser Landolf Ladig zwei weitere Artikel geschrieben hat. Ich habe könnt ihr downloaden, ist auf meiner Seite, könnt ihr es dann nachlesen. Das Problem ist, Landolf Ladig hat nicht nur einfach Artikel geschrieben im NPD-Blatt, sondern er hat da gesagt, Deutschland wurde zweimal überfallen, erster und zweiter Weltkrieg, weil nämlich die fremden Mächte neidisch waren auf den Fleiß und die Vorbestimmtheit der Deutschen. Beim Zweiten Weltkrieg kam noch hinzu, dass sich staatlicherseits im Nationalsozialismus die erste Antiglobalisierungsbewegung entwickelt hat. Und die war so prosperierend, die war so erfolgreich, das drohte halt, dass sie sich auf andere Länder ausdehnt, friedlich. Und deswegen mussten die fremden Mächte eben einen Präventivkrieg führen, um das halt zu stoppen. Die Glut von dieser NS-Wirtschaftspolitik ist aber heute noch da, also die Begeisterung dafür. Wenn demnächst das Erdöl weg ist und die Revolution losgehen, dann muss sich die nationale Bewegung an die Spitze setzen, dieser Revolution, um dann die NS-Wirtschaftspolitik auf rassenbiologischer Grundlage wiederherzustellen. Und ich gehe davon aus, dass das Björn Höcke ist und warte immer noch auf meine Anzeige. Gut, das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Gut, auf die internationale Zusammenarbeit will ich noch eben eingehen. Es gibt eine blaue Allianz zwischen FPÖ und AfD, die gibt es schon seit einem Jahr. Die tauschen Referenten aus, blaue Allianz. Und es gibt seit einem halben Jahr, seit nämlich Prizell in die Fraktion gegangen ist von der von Le Pen, von dem Front National in die ENF, in die Europäische Fraktion ENF im Europaparlament, gibt es einen sogenannten patriotischen Frühling. Das heißt, die haben sich jetzt auch schon real getroffen. Podiumsdiskussion mit Strache von der FPÖ an der Spitze, dann auf dem Podium, dann die Le Pen vom Front National, dann der hier aus Nordrhein-Westfalen, der Prizell von der AfD, Liga Nord, Flams und Belang, also die ganzen rechtsextremen Parteien saßen auf einem Podium und die AfD ist mittendrin. Das ist halt patriotischer Frühling. Auch die Jugendorganisationen arbeiten zusammen. Auch darin gab es jetzt ein Treffen in Frankreich mit den Jugendorganisationen dieser rechten Gruppierung, Schwedendemokraten waren dann noch dabei und auch natürlich die junge Alternative, die auch wiederum zusammenarbeitet mit der jungen Garde von Putin. Das ist schon alles beängstigend, zumal ja am 4. Dezember sehr wahrscheinlich Hofer gewählt wird für die FPÖ. Das heißt, Österreich hat jetzt demnächst sehr wahrscheinlich einen Bundespräsidenten der FPÖ. Hinzu kommt jetzt aber nochmal die Zusammenarbeit mit Trump. Und zwar gibt es in den Vereinigten Staaten eine Bewegung, die ähnlich ist wie die neue Rechte, die nennt sich Alternative Right, sind auch extrem frauenfeindlich, rassistisch und so weiter, sehr ähnlich aufgestellt wie halt als ideologische Bewegung. Auch die wollen rechten Kulturkampf. Der Breivik zum Beispiel aus Norwegen, war das Norwegen? Ja.
genau, aus Norwegen, der hat in seinem Manifest sich sehr stark bezogen auf diesen Alternative Right, der in Norwegen 70 Jugendliche erschossen hat. Alternative Right, er hat ein Magazin, das heißt Breitbart News, und der Chef von Breitbart News war ab August dieses Jahres der Chef Wahlkampfstratege von Trump, Stephen Bannon heißt der, Stephen Bannon. Und Bannon ist jetzt der Chefstratege im Weißen Haus, ist der wichtigste oder zweitwichtigste Mann nach Trump jetzt im Weißen Haus. Ja? Und wie die neue Rechte aufgestellt. Und es gibt jetzt eine Expansion von Breitbart News nach Paris und nach Berlin. Und zwar, ich muss zum Schluss kommen. Und zwar wollen die jetzt direkt Le Pen unterstützen im Wahlkampf. Also, und der Front National hat eben den Spruch, die Franzosen zuerst. Und das passt natürlich auch gut zu dem amerikanischen Wahlspruch von Trump, American First. Le Pen und Bannon haben schon gesagt, dass sie jetzt zusammenarbeiten werden. Ja, das ist direkte Zusammenarbeit von Trump und Front National. Ganz zum Schluss noch eben zwei Statistiken machen wir schnell. Nämlich, wer wählt die AfD? Das sind ähnlich wie in allen anderen Ländern auch, ich versuche das mal größer zu machen, nur auf die Schnelle jetzt. Hier geht es um Parteienbindung, das ist jetzt nicht Sonntagsfrage, sondern es ist die Frage, wer wählt die AfD? Also wer sagt, die AfD ist meine Partei? Wer hat eine Parteienbindung an die AfD? Und da sieht man, von 2014 auf 2016 ist es bei den Arbeiterinnen explodiert, von 2% auf 11%, und bei Arbeitslosen sogar von 1% auf 15%. Wir haben ähnliche Zahlen auch aus den Vereinigten Staaten. Ja, wer Trump gewählt? Das waren vor allen Dingen Menschen mit wenig Geld, mit geringen Bildungszertifikaten, und weiße Männer. Also das waren die Kernwurf aus den industrialisierten Gegenden in den Vereinigten Staaten. Bei Hofer, bei den letzten Wahlen, Hofer, Van der Bellen, haben 86% der ArbeiterInnen Hofer gewählt von der FPÖ. Ja, und Hinweise möchte ich noch auf dieses Buch Rückkehr nach France von einem Franzosen, einem französischen Soziologen, der das Ganze dann mit einer eigenen Biografie quasi auch beschreibt für Frankreich. Gut, damit bin ich jetzt durch und den Rest können wir dann in der Diskussion vielleicht machen.